Willkommen zu einer neuen Runde Skywars auf dem GommaHD.net Server. Das, die Betttextur sieht immer noch relativ weird aus. Heute sollte eigentlich noch eine BW mit Jan kommen, aber zeitlich habe ich das doch eher weniger hinbekommen, das zu schneiden. Daher kommt jetzt heute einfach mal eine Runde Skywars auf chilliger Basis. Ich meine, Skywars ist auch mal ganz lustig und vielleicht gewinne ich ja eine Runde. Also nee, ich werde keine Runde gewinnen, weil es ist fucking Skywars und so wie die Leute in Skywars spielen, kannst du da keine Runden mehr gewinnen. Also wenn du cheatest schon, aber sonst halt. Können wir darüber reden, dass auf meiner Insel gerade einfach zwei Leute gefightet haben. Ja, nee. Tschüss. So Leute, neue Runde, neues Glück. Ganz zu Beginn der Aufnahme wollte ich einfach mal ganz kurz noch eine Sache anmerken. Es würde mich mega freuen, wenn ihr mich abonniert. Ich habe gesehen, dass ich glaube nicht mal die Hälfte der Leute, die mich schauen, mich actually auch abonniert haben. Deswegen, es würde mich mega freuen, würde mich extrem supporten. Und folgt mir natürlich auch auf Twitch und macht die Glocke an. Würde mich einfach extrem supporten. Wir schauen jetzt mal einfach, ob wir hier noch vernünftige Runde Skywars hinbekommen. Oder ob wir, wie immer, einfach nur in einer Top weggerotzt werden. Ich glaube, vor zwei Tagen müsste es gewesen sein, habe ich schon ein Video darüber gemacht, dass du im Grunde genommen so Sachen wie Skywars einfach fucking nicht mehr spielen kannst. Und ich, im Grunde genommen hat sich in der Zeit jetzt auch nichts geändert. Es war irgendwie zu erwarten, dass sich in der Zeit nichts geändert hat, aber es hat sich nichts geändert. By the way, ganz kurz eine Sache noch. Am Samstag kommt ein richtig, richtig geiles Video mit Hayden zusammen. Also, Leute, checkt Hayden auf jeden Fall aus. Schaut euch auf jeden Fall das Video an. Ich habe noch ein paar echt geile Videos geplant. Also abonniert mich einfach, um keinen Stuff zu verpassen. Das sind Videos, die solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Hey, ein Typ ist auf meiner Insel. Habe ich eigentlich gar nicht erlaubt. Finde ich offen gestanden eine Frechheit. Ja, Bro, komm doch her. Komm doch ran. Was sagt mir meine Uhr? Meine Uhr sagt, dass irgendwas mit dem Buccaneers gerade los ist. Dieser letzte Hit kommt, Hurensohn, so, jetzt wird der Typ geflext. Oder ich bugge im Block. Auch nicht schlecht. So ist, gebe ich auch mal kurz rein. Ach komm, Junge, wie konnte der noch so viel HP haben? Jetzt bin ich mad. Naja, wie dem auch sei, ich würde mal sagen, warte, ist es meine zweite oder meine dritte Runde in der Aufnahme? Ich weiß es gar nicht, drei ist auf jeden Fall eine schöne Zahl, deswegen würde ich einfach mal behaupten, das ist jetzt meine dritte Aufnahme, wenn meine dritte Runde in der Aufnahme ist. Und dann sollte die Runde jetzt auch einfach mal laufen. Ich muss auch mal schauen, ob ich das Video pünktlich fertig bekomme, weil es war irgendwie nicht geplant, dass ich heute bis fucking 1:30 pennen werde. Ja, siehst du, hat sich ja gelohnt. Leute, schreibt mir jetzt mal bitte in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass ich in diesem Video noch eine Runde gewinnen werde oder ob das eher schlecht aussieht. Ich persönlich glaube nicht, dass ich noch irgendwas gewinnen werde, aber vielleicht seid ihr da ja etwas optimistischer unterwegs. Warum auch immer. Stabile 5,8% Winrate. Da ist ja Bitcoin in den letzten 24 Stunden mehr gefallen als meine Winrate. Feier ich. Wer mir Bitcoin spenden will, schreibt mich sehr gerne an. Ich nehme immer gerne Spenden entgegen. Ah ja. Imagine, irgendwer würde das wirklich machen. Also würde ich de facto annehmen. Ach, das ist der letzte Typ hier. Zeig mir das doch mal einer. Yo, Digga, deine Mutter. Ey, ich hasse diese SG-like Skywars-Maps. Wer hat die erfunden? Und vor allen Dingen, warum kann man nicht einfach irgendwie... Warte, gibt es eigentlich noch dieses Blacklisting-System in Label Mod? Wäre nämlich echt ziemlich geil. Weil... Also jetzt mal no joke, es gibt, finde ich, in Skywars nichts Schlimmeres als diese komischen... Als diese Maps hier. So, mal schauen, ob wir den Typen hier bekommen. Schätzungsweise nicht. Sag ich doch. Mal schauen, ob wir den Typen hier bekommen. Oh, der hat mir eine Blume gedroppt. Danke, Bro. Kuss geht raus. What the fuck? Ich werde angerufen. Jetzt nicht. Ey, Bro. Frechheit. Ey, wir... Geil. Was macht denn der Typ jetzt? Ey, was haben hier alle fucking EPs in dem Ding? Ey, Junge, was hat... Ach, Digga, der ist reger. Ja, ich habe mich selber mit dem Wasser wegmachen hops genommen. Props geht raus an mich. So, Leute, das ist jetzt auf jeden Fall der letzte Fight, weil ich die Runde auch noch fertig bekommen muss. Aber was war das gerade für eine Runde? Und Zehner, der Reger-Typ, hat mich halt
actually reported, weil Rega-Typen sind grundlegend wirklich einfach tilt. So, keine Ahnung, das, ich habe noch nie kapiert, Rega-Typen sind so grundlegend die Art von Mensch, die Skywars spielen, als wäre das irgendwie so... Keine Ahnung, ich finde, der beste Vergleich, was Skywars-Spieler angeht, ist einfach so dieses, das, die spielen so, als hätten die irgendwie so einen Erpresserbrief bekommen, wo dir niemand geschrieben hat, ey, wir haben deine Familie und wenn du musst jetzt die Runde Skywars hier gewinnen, sonst bringen wir deine ganze Familie um. So spielen Skywars-Spieler, als wäre das irgendwie so... Das ist basically, wie 95% der Skywars-Spieler funktionieren. Die spielen irgendwie, als würde deren Familie umgebracht werden, wenn man die Runde verliert. Ey, Bro. Wow, have a great time. Muss ich den Typen jetzt auch noch hier runter... Bro, was... Nee, ich habe schon gar keinen Bock, gegen einen Typen mit einem 20.000er Ping zu spielen. Der Typ bekommt halt kein fucking Knockback. Also jetzt mal for real, der Typ wäre halt 15 Mal runter gewesen. Ist der Typ gerade runtergelaufen? Ja, kommt Leute, das wird die Runde, die wir gewinnen. Problem ist, der Typ ist in der Mitte. Ich habe eigentlich keinen Bock, dass ich den Typen jetzt versuche, platt zu pushen. Und dann hat er irgendwie Eier und knockt mich einfach auf dieser ganzen... Bro, er spielt mit Rod. Das ist Skywars. Was ein kleiner... Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir doch sehr gerne mit einem Like, in einem netten Kommentar. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke. Gleiches gilt natürlich auch für mein Twitch. twitch.tv/gamerforlife. Auch da würde mich extrem freuen. Tim und ich wollen morgen... Angenommen, Tim kommt tatsächlich und hält sich mal zur Abwechslung an Abmachungen, wenn wir sagen, wir streamen dann. Wollen wir morgen auf Best of Corona-Leugner reacten, was echt verdammt lustig wäre. Würden die es nicht ernst meinen? Leider meinen sie es ernst, aber... Check das auf jeden Fall aus. Es wird irgendwann wahrscheinlich so gegen 8, halb 9 irgendwann so losgehen. Wenn ihr einfach abonniert, Glocke aktiviert, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Das dürft ihr nämlich auf keinen Fall verpassen. Es wird so fucking lustig. Wir haben uns mal die ersten 5 Minuten davon angesehen. Und es ist einfach fucking wild. Wie gesagt, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir halt einen Kommentar. Würde mich extrem freuen. Bis dahin. Ciao.